Hallihallo Leute, heute mal jemand anders am Steuer. Mal jemand ungewohnt. Aber danach kommt schon wieder was. Herr X-Mate zu eurem Vergnügen. Hoffen wir mal, dass es geht. Sind ja frei wieder. Mit unserem Peterbilt. Motor abgeschalten. Kann man auch mal. Fahren wir schnell eine Runde um unser Firmengelände, dann können wir uns einen Auftrag raussuchen. Nur noch schnell die Sitzposition einstellen, weil hier sieht man ja gar nichts in dem Spiel. Nur das hat der ADS so eine Ansicht, dass man da nichts in den Spiegeln sieht. Bei jedem LKW. Auftritt. Also fahren wir mal von New Mexico. Machen wir mal los. Das. Leon Paletten. Meul sagt auch schon los. Meilen dürfen wir hier fahren, das geht schon. Das geht ab wie Schmitz Katze. Da vorne. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich meine, jetzt fehlt sie mir schon das Wort. Ich will sagen, da vorne rechts abbiegen, dann sie rechts halten und biege rechts nach abbiegen. Rechts ab. Dann gib Gas, mein kleiner LKW. Okay, überholt, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt fahren, immer aber geradeaus. Unser kleiner. Die Auspuffe. Also die Abgasanlage ist auch schön Edelstahl. Aber klingen tut sie nicht so gut. Links abbiegen, hoffen wir mal die Ampel wird grün, wir bleiben ja nur noch an Ampeln stehen. Biege nach links ab. Ich möchte mir das mal nicht vorstellen, mit so einem LKW in Europa rumzukurven. Bei solchen Bergstraßen wie bei uns. Und dann rechts abbiegen. Ohne Auflieger wird es, glaube ich, noch gehen, aber mit Auflieger würde man da nicht mal um die erste Kurve rumkommen. Schöne Fahrt hat sie jetzt. Aber im Radstand haben die schon extrem lange. Für so einen kleinen LKW. Da kannst du einen BKW inzwischen parken. Fertig zum Losfahren. Aber schöne Chromstoßstange.
Wie viele Meilen müssen wir links fahren? Und dann links abbiegen. 182 Meilen. Meilen kenne ich mich mal ab. So gar nicht aus, aber. Ist ja egal. Wenn die Ampel auch mal grün werden würde, wären wir auch schneller. Wir mit uns Ampeln, die wir so gerne haben. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kommen du den nichts da, können wir schnell abbiegen. Brauchst noch ein neues Auto da? Sind ziemlich eckig, aber ansonsten. Ich fahr mal lieber nicht so schnell, wenn die Polizei neben mir ist. Sonst werde ich ja noch rausgezogen. Halten wir uns mal an die 35 Meilen. Links halten und dann links abbiegen. Kollege im roten Auto, wenn du mich links reinlassen würdest, wäre ich froh darüber. Biege nach links ab. Jetzt müsste gleich grün werden. Vollgas geben wir mal alle. Dem geht die Kraft aus, kommt mir so vor, weil mehr als 35 will er nicht. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wäre der nicht da, könnte ich in Ruhe schon abbiegen, auch wenn es rot ist. Das finde ich cool, dass man in den Staaten bei Rot rechts abbiegen. Also es ist spezifisch gekennzeichnet, dass man das nicht darf. Tank müsste eh noch voll sein. Ja, fast voll. Immer geradeaus. Aber so viel Meilen dürfte der LKW auch noch nicht runter haben. 1000 Meilen. Okay, da ich glaube, da haben wir Raster voll gedankt. Komm, LKW, wir schaffen die 70 Meilen, wir sind schon bei 40. Das können wir schaffen. Jetzt geht's bergab da. Komm da raus mit der Luzi. Nicht mal bergab kommen wir auf 70.
Ich glaube, wir hätten einen starken Motor einbauen sollen. Lange Bergabphase, da könnten wir raufkommen. Da kann ich dann den Tempomat aktivieren. Meilen. Halten wir auch jetzt schön konstant. Ah, 64. Gerade noch gesagt. Okay, jetzt sind 60 Meilen. Die Motorbremse haben sie aber einen schönen Start reingemacht. Und jetzt wieder auf 70. Schön, dass man runterbremst und nicht mehr hochkommt. Ich finde die Bitterbild nicht so schön wie die Kennwort. Mir gefallen die Kennwort besser. Sieht man, glaube ich, in den Staaten auch selten LKW-Auflieger mit Plane. Weil dort haben sie, soweit ich weiß, fast nur feste Aufbauten oder Flachbettauflieger. Ohne Plane. Wir haben die 70 Meilen wieder erreicht. Machen wir mal Lichthupe. Aus dem Weg da. Ein wenig Zickzack, dann geht's besser, habe ich gehört. Was ist denn hier passiert? Gesehen hat man gar nichts, was passiert ist, aber mal Mods angeboten. Feuerwehrfahrzeug. Die Strecke zieht sich auch lange, kommen wir von. Noch 68 Meilen. Haben wir schon die 60 geknackt, die Hälfte geknackt. Kann ich endlich mal den überholen?
Den hätte ich schon länger gerne überholt. Das ist gefährlich und wie so eine Mittelleitplanke. Da müsste nur einer verschlafen, dann wäre er schon auf der Gegenspur. Noch 40 Meilen. Links halten und dann links abbiegen. Mein Kleiner. Wir brauchen Kraft, damit wir den nächsten Ampel noch grün bekommen. Okay, ich muss links abbiegen. Das könnte doch noch ein wenig dauern. Biege nach links ab. Man legt doch nicht den Rückwärtsgang ein. Muss ja vorwärts, wenn die Ampel grün wird. Den Spiegeln kann man irgendwie auch nicht vertrauen, da man nur die Hälfte sieht. Das finde ich, haben sie im ADS doof gelöst, da man einfach nichts in den Spiegeln sieht. Da hätten sie es auch ruhig unrealistischer machen können, dass man wenigstens in den Spiegeln etwas sieht. Da muss man immer so rumschauen, damit man irgendetwas sieht. Jetzt sind wir eh gleich da. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Noch 14 Meilen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier sitzt irgendwer neben mir und er fängt an lachen und keiner weiß wieso. Achso, und das ist grün und ich schau ihn an. Also wenn hier alles gewackelt hat, also war nicht meine Schuld. Wenn ihr wüsstet, was hier gerade abgeht. Oh Mann. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Stopp, 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 stopp.
Da mag ich auch nur weiterfahren. Ich bin ja mit der ganzen Zugmaschine drüber. Seht ihr, für mich ist grün. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Fertig sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Mein, aber einschlagen tut er auch in, ja, wie ein Schlachtschiff. Im Wendekreis wie ein Schlachtschiff, Mann. Nicht mal mehr reden kann ich. So, Motor ist aus. Fortfahren. Ich glaube, wir suchen uns mal eine Werkstatt und tun mal unseren LKW ein wenig modifizieren. Da werden wir ja, ansonsten kommen wir ja, Mann, nicht mal mehr reden kann ich. Ansonsten werden wir ja nicht mehr fertig. Okay, wir fahren los. Soweit wäre ich auch schon gekommen, dass wir losfahren. Ich glaube, ich blende mir mal beide Spiegel ein, weil ansonsten man ja sozusagen blind unterwegs und das. Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege was ich mache? Mann. Erschreckt er mich. Erschreckt er mich da leichter sich von hinten an? Ich gehe mal unseren LKW ein wenig umbauen. Ansonsten kommen wir ja nicht mehr vom Fleckchen. Ich glaube, im ADS sind zu wenig Städte nahe aneinander. Weil hier sind immer ewig lange Strecken. Und ich glaube, dort sind viele kleine Städte und die gehen nicht gut mit dem Maßstab zu kombinieren. Weil die ansonsten zu klein wären, wo nur im Maßstab getreue ein oder zwei Häuser werden. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz realistisch, oder? Weil das ganze Spiel ist ja im Maßstab 1 zu 14, glaube ich. Oder so etwas. 1 zu 14. Endlich, wir sind da. Müssen wir uns machen, aber ja. Nicht Reparatur. Dann hätten wir keine gemacht. Brauchen wir eine große Kabine? Wir haben einen 370 PS. Darin. Tun wir einen Caterpillar 625 PS rein, oder?
Nee, Holz nicht. Lieber graues Holz. Gibt's einen Sand? Oh, blaue Flammen. Sieht man nicht. Blaue Flamme. Lieber eine braune Kloschüssel als eine blaue. Eine graue, nicht eine braune. Meine Meinung zum Design. Aufpassen. Und umleuchten brauchen wir keine. Und Lachlampen. Blender. Dann suchen wir uns einen Auftrag. Santa Fe, nach. Haben wir mal einen Bulldozer, einen Radlader oder ein paar Autos? Ach, nehmen wir mal einen. Zeit zu gehen. Er geht ja jetzt ab. Da war ja der vorher der lahme Ente. Okay, wäre auch gut, Demnächst wenn rechts man abbiegen. einen Unterschied zwischen 370 und 720 PS würde. Wäre, glaube ich, vorteilhaft. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nach Albuquerque. Wenn ich das Wort so richtig ausgesprochen habe. Beziehungsweise die Stadt. Albuquerque müsste es sein. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. 75 Meilen dürfen wir auch erreichen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ampel bleibt grün. Biege nach links ab. Hier habe ich vorhin entladen. Aber der Wendekreis wurde nicht besser durch den stärkeren Motor. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Rechts, Biege nach links dann ab. links. Das war eine schöne Fahrt. Mal aufsatteln.
vorsichtig. Ich möchte hier nicht beladen, wenn es geregnet hat. Wenn alles voller Schlamm ist. Biege nach rechts ab. Da glaube ich, würden sich viele Leute eingraben. Biege nach links ab. Links, rechts, rechts, links, rechts. Bitte rechts halten. Hoffentlich biegt nicht die Polizei auch ab. Nö, dann kann ich ja auf. Du bedrücken. Auf 75 Meilen sollten wir schon kommen. Ich bin schade, dass sie nicht den Sound angepasst haben. Wir haben jetzt von einer anderen Marke direkt den Motor reingemacht. Hätten sie den Sound auch anpassen können. In Amerika benutzen sie ja alle LKW-Motoren von Caterpillar und Cummins und nur die Volvo hat die eigenen Motoren. Ansonsten haben alle Motoren von Cummins und Caterpillar. Bitte links halten. Und eine Vollsperrung, oder? Okay, lass uns eine neue Route finden. Mann, das Automatikgetriebe ist blöd. Es sollte einen Gang runterschalten, dass wir auf Fahrt kommen, aber es bleibt im 10. Gang. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, das ist nicht mal so ein großer Umweg hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wird da auch noch grün? Ich warte immer auf die grünen Lampen. Und schon wieder eine rote Ampel. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Willst du mich jetzt verarschen?
Tasten gemacht. Wenn man nicht mal mehr in Ruhe fahren darf, weil einen der Vater verarscht. Bitte rechts halten. Was geht denn jetzt ab? Bitte links halten. Mann, die Umleitung ist auch gesperrt. Ich glaube, da teleportiert uns mal. Oh. Und das geht ja nicht weiter. So. Dann kommen wir dran vorbei. Sonst kommen wir ja nicht mehr zu einem Ziel, wenn das schon eine zweite Umleitung ist, die gesperrt ist, oder? Mann! Du Vogel, du! Ich muss mich konzentrieren! Mann, wow. Er hat mal auch gut abgeladen. Ich bring nur den Bagger zum Aufladen. Ich hätte den Bagger schon mitgehabt. Aber die wollten ihn nicht, dann müssen wir nur weiterfahren, oder? Er lacht neben mir. Er heult schon vor Lachen, was ist denn? Ah, du Arsch! Bitte links halten. Unser Kunde erwartet Lieferung sehr bald. Wie weit müssen wir noch fahren? Ehrlich? Wie weit bin ich in das Elefantchen? Er kann's nicht lassen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und auch nicht, wieso ich so weit rechts im Bild bin. Suche Schutz. Nimm die Ausfahrt rechts. Schutzkrapfen. Ja, Schutzkrapfen. Nicht Schlutz. Wann ist denn Fasching? In 2 Wochen, oder? 2 Monate. April.
Hey, mach's noch. Mai und 20. nicht. Immer geradeaus. Ich muss links abbiegen. Ach nee, doch nicht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wenn ihr euch wundert, was da so viel Lärm macht, da wühlt wer in der Stifte. Der... Au! Gib ruhig! Ganz immer alles. Geradeaus. Mann! Sogar der Krankenwagen schneidet mir den Weg ab. Kann auch nicht jeder behaupten, dass er mal von einem Krankenwagen abgeschnitten wurde, ohne dass er im Einsatz war. Au! Der Stream wird gleich wegen Jugendschutzgründen ausgeschaltet, da gleich einer vermöbelt wird. Neue Route finden. Mann, ich muss mich konzentrieren. Biege nach links ab. Da ist wer, glaube ich, gewesen, oder? Fertig. Ich fahre rein und sie sagt, wir sind fertig. Dann entnahm mir und ich glaube, das war's im Aufklärungs. Ist schon 8:15. Ich muss ja noch TV schauen. Nee. Scheiße, klar, Mann. Muss nicht entfahren. Oh. Schau mal, er sagt, ich bin reingefahren. Ich gehe ja nicht mal an. Oder? Ich glaube, ich würde sie das sogar annehmen, da, aber ich glaube, da würde ich auch keiner mit dem Fucker da raufschicken abzufahren. Da würden sie schon selbst mit dem Fucker rauffahren. Das wird jetzt auch kein Jucken, ob man hier ableitet oder nicht. Ich sag bei einer Laderampe okay, aber nicht hier. Da sagen sie dir ungefähr wohin, aber nicht auf einen Millimeter genau. Und ich aus. Gute Arbeit. Abzüge für waren da. Schade. So Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich glaube, wir werden uns schon wiedersehen. Also, nicht zu viel feiern, morgen ist ja cool. Arbeit. Und auf Wiedersehen. Tschüss.